Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Redstone Lab. Mit der Marco. Guten Tag. Und mir. Hallo. Adam, was? Hast du den Oschi kopiert? Schon, gell? Ist er da fertig? Nee. Okay. Wir wollen ja die Map mal zum Download freigeben. Die ist und zum da Download. Achso, die hier. Die hier. Ja. Und dann macht Adam, wird es nämlich machen. Oder Adam gibt mir die Map, dann mache ich's. Wir werden diese Oschi-Dinger da rauskopieren und das fertige Ding reinkopieren, weil da ist ja sowieso alles quasi dann zusammen. Ja, abgesehen so von diesen kleinen, von dem Display und so, bla bla bla. Das kann ja bleiben, aber das Mega-Ding, das nimmt ja schon ganz schön viel Platz weg. Ich glaube, das hauen wir weg, oder? Ja. Ihr könnt mal in die Comments schreiben, ob ihr euch die Map hier runterladen würdet. Wir sind ein bisschen durcheinander, weil die viele Sachen bauen wir im Singleplayer. Das ist doch wieder hier ein bisschen Chaos. Ah, ja, muss mal gucken. Den Oschi kann man ja auch so runterladen. Den gibt's ja auch als Download. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, also jetzt das Tower Defense Ding, lass mal vielleicht ein bisschen, vielleicht werde ich da ein bisschen was machen. Wir haben heute keinen Bock drauf, so wollte Adam sagen. Ich glaube, was ihr dazu sagen kann, ich habe hier das hier noch abgerissen, alles was ich letztens gebaut habe, weil das doch nicht geklappt hat. Das erkläre ich aber dann auch nochmal. Deswegen, aber dafür habe ich es jetzt so sauber gemacht, jetzt gecleant hier von unten. Und ja, da müssen wir uns dann irgendwas überlegen, wie wir das blocken, das Spielfeld oben, dass wenn man da die Türme setzt, dass das dann klappt. Aber ja, wie gesagt, wir haben keinen Bock drauf und wir dachten uns, wir derpen heute hier so ein bisschen rum. Wir finden irgendwas wieder. Genau, also wir flacken uns hier bei euch hier hinten, hier ist ein schönes Fleckchen, schön sonnig. Oh, so schön weiß und hell. Wir wollten hier so einen coolen Strand, so einen Entspannungsstrand. Und ja, wir dachten einfach, wir basteln einfach mal drauf los, experimentieren rum, keine Ahnung, irgendwas, was wir gerade wollen. Ich erfinde was. Ein Kuchen. Tada! Also wollte ich gerade einen Knopf dran und die Kerze ausblasen. ja, was mich immer noch nervt, sind diese Dinger hier. Die muss man doch für irgendwas verwenden können. Das kann nicht sein, dass sie solche Dinger hier einführen und kein Schwein benutzt diese Kacke. Ja, das weißt du, was, glaube ich, das Problem dran ist? Dass die scheiße sind? Nee, man könnte, also, es wäre geil, wenn man sie benutzen könnte, wenn du die auf einen Fans drauf machen kannst. Also quasi so. Und dann sagst du jetzt zum Beispiel, du lässt da, hoppala, das ist der falsche Stein. Dann sagen wir halt quasi so hier. Und lassen dann mal quasi von der Seite Wasser ranfließen. Und dann können wir so damit sozusagen dann Items zählen oder so. Aber das Problem daran ist ja, das bleibt ja da nicht drauf hängen. Ja, das bringt ja nicht mal was, weil das mache ich ja mit dem Dropper dann oder so. Wie meinst du? Ja, schon, ich kann einen Dropper oder einen Hopper hernehmen zum Zählen. Ja, ich auch einen Comparator anstecken. Aber das wäre das Einzige, was mir einfallen würde. Ich glaube, man muss es noch für irgendwas anderes benutzen können. Also wir haben ja hier die beiden Dinger. Also, was mir natürlich noch einfällt, ist so eine Sache wie zum Beispiel, du hast eine Adventure-Map und du musstest so und so viel Sachen sammeln. Okay, das ist ja auch bescheuert. Kannst du es auch nicht drauf werfen, wirfst es drauf und dann hast du da zwar ein Signal, aber da kannst du dann quasi egal was drauf werfen. Ja, außerdem nehme ich da auch einen Hopper wieder und lass es in die Kiste laufen. Die zählt mir. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas haben die hier verkackt. Wie war das nochmal? Die Light nimmt ein Stack, oder? Und die hier. Mit, wenn ein Stack drauf liegt, gibt es ein volles Signal, ja? Ja, irgendwie so. Und was bastel ich jetzt? Ich bastel an dem bescheuerten Aufzug. Itemaufzug. Ich wollte den jetzt mal mini machen. Ja genau, die Heavy nimmt ganze Stacks. Ich wollte ja auch mal früher so ein Handelsding bauen, so ein Trade House zum Traden. Indem man die Sachen reinwirft und dann sehen beide die Sachen von den anderen, können sie aber nicht nehmen und dann bestätigen beide und dann wird halt gehandelt, so ein 100% funktionierender. Das könnte jetzt natürlich mit Hoppern den ganzen Spaß noch besser funzen. Da kann ich auch mal hier ein bisschen überlegen. Da wir heute ja so ein bisschen rumdörpen, wird es gleich noch schlimmer sein mit Brainlegs ab und zu. Derpy.
Kann auch immer irgendwie beschissene Themen anquatschen hier und drüber reden. Wie machen wir das? Wir brauchen ja... Man selber gibt was zum Handeln. Das funktionierte nicht. Und so. Aber ich überlege gerade, das kann man, glaube ich, ganz gut bauen. Komm mal hier hoch. Wenn daraus machen, könnte ich das so machen und dann hier mal mein so runterziehen. Standarddingens. Mal in der Luft anfangen zu bauen. Damit man Platz hat und nicht irgendwie so ätzend in die Erde rein muss, wie Marco gleich. Dann hatte man vielleicht einen Dropper. Ich stehe hier, gegenüber ist mein Nachbar. Ich sag ihm, ich will Glas handeln, leg das rein und das ploppt hier raus. Dafür wäre die Druckplatte vielleicht ganz gut. Müssen wir wieder ein bisschen testen. Die silberne. Zwei Stacks. Also, Nummer 1 gibt ein Zweiersignal. Der Fuck. Oh. Das ist ein Dreier-Signal. Ist immer noch ein Dreier. Toll. Irgendwie sind die Dinger auch scheiße zum Zählen. Moment. Gibt's da irgendwo so eine Regel, wie viel da drauf ist auf den Dingern? Das sind wie viel jetzt? 364er Stacks. Ah, ich lösche mal hier so. Machen sie mit blauer Wolle, die sieht cool aus. Weißt du, was das Maximum ist, was die Druckplatte da annimmt? 64er Stack. 2. 3. 1, 2. 3. Ganz toll. Ganz toll, Jeb. Hast du gut gemacht, das Ding. 4. 5 macht wieder hier 2. Wieso? Wieso tut's das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann 7 wird wieder 1 Abstand sein, bestimmt, oder? Ja. Ja, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 5. Oh, ich hab's ja perfekt gelegt. Hä? Was war denn da gerade los? Hast du irgendwas auf dem Server hier umgestellt? Dass die Items schneller verschwinden? Nee. Sicher? Du hast doch mit ganz komischen Befehlen da rumgelegt sind. Dass die Items schneller... Ja, aber die Wolleblöcke sind hier fast instant verschwunden nach einer Minute schon. Es waren niemals 5 Minuten gerade, die sie da lang. So, das kann sein, dass das dieses Teil-Dings ist. Magst du das irgendwie rückgängig machen? Was auch immer es war. 3, 4, 5, 6. Keine Ahnung, was es war. Ja. Ich kenne die Befehle nicht alle auswendig.
denn? Ne, dieses Mob-Drop-Scheiß da oder so. Irgendwas hast du auch mal gemacht. Ja, Mob-Drop ist es ganz sicher nicht. Game Rule. Ja, Tile-Drops. Es ist nur dieses Tile-Drop. Achso, ja, das. Ja, schon, machen wir das vielleicht auch so. Wie gesagt, ich kenne die Befehle gar nicht. Eins, okay. Halber Stack. Okay. Eins und halber Stack. Keine Ahnung, irgendwie. Ich glaub das trotzdem nicht. Oh, okay, das kann ich irgendwie vergessen. Diese Druckplatten sind für'n Arsch! Keine Ahnung, Adam, ich hab grad zweimal den Befehl da eingegeben, aber irgendwie mag er nicht. Gut gemacht, gut gemacht. Server kaputt gemacht. Du hast diese Scheißbefehle hierher gebracht. Du räumst sie wieder um. Ich hab ihn gerade an- und ausgeschalten, aber irgendwie hat beides nicht funktioniert. Wie heißt denn das denn? Game Rule oder was ist das? Ja, Game Rule Tile Drops. Glaube ich, das einzige, was das. Also. Ach, das ist Game Mode. Game Rule. Abstand T? Da findet er mir nichts. Wenn ich Tab drück. Game Rule und dann. Gott, warte. Ein Du. Ja, Du Tile Drops, ja genau. Keine Ahnung, ich mach das immer mit Tab, Adam. Ein Null ist, dass es verschwindet, ne? Also jetzt verschwindet es immer noch. Hm. Hast du was kaputt? Jetzt verschwindet es immer noch. Ich sag ja, ich hab's auch so gemacht. Aber ich denke auch, das. Keine Ahnung, was hat denn das mit der Dings zu tun, was du auf den Boden wirfst? Ist das von Mojang? Das kann nur verbuggt sein. Na egal.